Servus Gott hier. Servus, Kiteo. Wie war's heute? Wie immer. Ja, Okay, bei unser mir. Jingle hat sich ja mittlerweile schon gut durchgesetzt. Ja, habe ich auch Also schon. unser Wie war's heute ist ja Ja. unser Podcast-Name für alle, die neu sind hier im Podcast. Aus der Region für die Region, um einfach interessante Themen kundzutun. Interessantes. Zu zeigen, zu hören, zu bringen. Das ist aber das falsche Wort. Zu hören natürlich, klar. Gut, So. du. Ja, erzähl. Ja. Ja, hast du was? Ich hab nichts, aber ich hab gehört, Ja? du hast was für Ach mich so, ja, heute. ich hab was. In der heutigen Gesellschaft ist es ja kein Problem. Du bist ja 20-jährige Frau. Da tun wir uns jetzt natürlich total einfach, das so kundzutun wie als bei zwei Männern, aber ich Männer, hoffe, die HörerInnen sehen es uns nach. Du bist eine 20-jährige Frau und hast irgendwie Themen, fühlst dich im falschen Körper, das ist das eine. okay. Wirst unterdrückt, ist das andere. Okay. Musst irgendwelchen Zwängen entfliehen, ist das nächste. Und dann gibt es noch ganz viele andere Themen, die mir jetzt hier gar nicht aufzählen wollen. Kurzum, also die Naja, Person, die mir meinen, die wie mir fällt fällt, es ja, sonst Wort gerade mir nicht ein? ein. Ja, Oh Gott. stellen wir uns eine 20-jährige Frau Frau vor, junge vor. Frau, in der Blüte ihres Lebens anfänglich und die trägt Männerklamotten, um sich zu schützen, um den Zwängen zu entfliehen, um in der Gesellschaft überhaupt überleben zu können. Kommt eben der Nördlinger Hack dazu. Ja. Das Ganze stellen wir uns jetzt dementsprechend nicht in der heutigen Zeit zuvor, sondern 1565. Oh, okay. Da geht die Geschichte hin. Genau. Okay. Es gab früher den Begriff der Hosenteufel. Schon mal gehört? Hosenteufel? Nö, habe ich nicht gehört. Hosenteufel. Hosenteufel sind damals also Frauen, die sich als Männer Männer. angezogen haben und als Männer nicht nur angezogen haben, sondern auch so gelebt haben. Warum? Aus dem Hintergrund heraus eben häusliche Gewalt, Zwangsheirat oder sonst irgendwelche schlimmen Ah, Themen. okay, jetzt kommen wir Und mit, jetzt damals kommen wir war mit. das eine Männerdomäne, die Zeit war komplett Mann und der einzige Schutzraum, den du damals hattest, war entweder jemand, der dich geschützt hat, also du hast irgendwie so Okay, einen okay. Sugar Daddy gehabt, der sozusagen dich unter die Wachendes Fittiche, Auge, genau. genau, gehst ins Kloster, will ich jetzt so nicht sagen, aber das ist sicherlich auch ein Thema gewesen, weiß jetzt aber nicht, ist Okay, ja, unbestätigt. klar, darum Und diskutieren wir eben ja. eine Möglichkeit sind die sogenannten Hosenteufel. Du hast dich als Mann, Verkleidet. nein, verkleidet, das ist das falsch. Das ist viel Also. zu schwach und viel zu für dieses schwere Thema. Also du hast dich quasi als Mann ausgegeben, um zu existieren. Um Verkleidet anders würde dir, existieren zu ja, können. verkleidet würde dir gar nicht Okay, dienen. Das ist man einfach muss aber wahrscheinlich zu. gar nicht so weit zurückgehen, weil wenn man mal ein paar Jahrzehnte zurückgegangen, dann war es vielleicht nicht ganz so krass, aber es war immer noch so, dass Ja. es männerdominierend war. Ja, ungefähr, gut, ich wollte jetzt gezeichnet, aber okay, ja, Ja, wegen ja. mir war Männer dominieren und das in der Zeit war das ja noch viel, viel extremer. Ich Ja, denke klar. mal, war ja Frau, Da. vorsichtig ausgedrückt, nicht so viel Ja, wert. Frau war nichts Ja, wert. Da genau, haben wir ja schon den ja, einen oder anderen Podcast genau. Drüber gemacht. drüber gemacht, wobei in der Gesellschaft schon ein Thema war und es sticht schon durch, das in Nördlingen speziell. Und da geht auch die Geschichte hin. Okay. Ja, eine interessante Rolle gehabt. Also die Nördlinger waren schon im Mittelalter geil, muss ich echt sagen. Oh, weil sie schon so weit waren für die Zeit. Weil die Nördlinger an sich wirklich schon sehr ehrbare Bürger sind. Und das Tolle ist ja Ja. eben, dass es auch dokumentiert ist. Ja. Hier nochmal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, wir haben jetzt nicht den tiefen Fundus da reingelegt. Also wenn wir da ein bisschen fiktiv unterwegs sind, bitte seht es uns nach. Nagelt uns nicht auf die Jahreszahlen fest. Das ist so wie unser Spot, ne? Nimm es Ja, nicht so genau wie das Nördlinger ist Sau, Sau. aber es ist schon nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, das ganze Wobei Thema. das Lustige im heutigen Podcast ist das, der Gutier ist informiert, der Kiteo nicht. Und dementsprechend wollen noch ein paar Fragen von meiner Richtung Gutier kommen. Also nur mal, dass man die Größenordnung sehen kann. Wir reden hier von 1550 bis 1839 haben es 120 Frauen dokumentiert, nur dokumentiert, Ja. hingerichtet, die sich als Männer ausgegeben haben, Die ist erwischt, um zu Deutsch. die sie erwischt haben und denen der Prozess gemacht ist. Ah, okay. Sogar, also richtig mit Prozess und Ja, Verurteilung. und wir Ah, reden da ja okay. nicht wie in der heutigen Zeit, dass du da quasi jetzt zum Männerausstatter gehst oder ins H&M oder whatever und sagst, hey, ich hole mir jetzt mal ein paar Männerklamotten und so weiter. Und jetzt stellt man sich vor, du als Frau, das ist ja schon ziemlich 1500, Ja, ne, ja, ja, ja. bist irgendwo geboren, also musst zwangsheiratet verheiratet werden, bist eine starke Frau, die sagt, nein, das geht gar Hab nicht. meinen eigenen Willen, will was eigenes machen. Und schlägst dich dann von Mitte Deutschlands nach Nördlingen durch. Okay. Und in Nördlingen angekommen, jetzt kennt man ja unsere Altstadt und wir haben ja viele treue HörerInnen zu dem Thema, wo man sagt, hey, man kann auch die historischen Orte
nachvollziehen. Genau da war das und man bekommt ein bisschen Background-Wissen zu dem Ja, Thema. okay. Stellen wir uns mal Nördlingen vor, Vor? 1500. Ja. Junge Frau kommt an, 20 Jahre als Mann verkleidet. Okay. Jetzt haben wir damals diese Zunftkulturen, Will ich gerade sagen? Zimmerleute, Maurer, Handwerklich, Lodenweber, genau. Schneider und so Schmiede weiter. und so weiter, Und genau. das haben wir ja auch in Nördlingen stark gehabt, Sehr dieses stark sogar, Zunftthema. ja. Und diese junge Frau gibt sich als was aus? Als Mann? Als Mann, als Schneider. Als Schneider. Ah, Genau. okay. Das heißt, du gehst da denn hin und sagst, hallo, hier bin ich. Ja. Und die muss sehr gut als Mann durchgegangen sein. Ich Okay. meine, das muss ja auch von der Oberweite etc., Haare, da da geht's fällt ja alles. vieles mit rein. Ja. Und es muss eine sehr sympathische, ansprechende Person gewesen sein. Also auch gutherzig oder sonst irgendwas. Also nicht Okay. irgendwie jetzt ein A Verstanden. Piep. Verstanden. Okay. Okay? Also sie kommt an, schneidet, oder genau. Richtig? Und dann muss ich erst mal gucken, dass sie irgendwo unterkommt, Na, da ne? musst du dich erst mal melden. Ja. Bei der Zunft. Richtig. Beim Obermeister sozusagen. Sagen, Ja. hallo, ich bin hier Schneider. Ja. Und dann kriegst du, weil die Zünfte ja sehr stark waren, wie so ein Quartier. Ja. Also in der heutigen Zeit, du gehst irgendwo hin, sagst du, pass auf, ich bin von da und da. Und dann sagt der, ah, pass auf, ich habe hier ein Wohnheim. Da Da kannst du kannst du mal wohnen. rein, zumindest jetzt für die erste Zeit. Genau, so ist So. es schon. Ja. Und so war das da auch. Schneidergeselle namens Adam Pochtner. Für die Stimmt, du brauchst einen anderen Checker Namen. Tobis dieser Welt. Ja. Adam Pochtner, das war Ja. der Aliasname, mit dem sie sich ausgegeben hat, Logisch. sozusagen. Hat dann um Hilfe gebeten bei der Zunft und Das hat dann ist. gesagt, hier, ich brauche Hilfe, ich bin Schneider. Und dann haben die dem Herberge zugewiesen. Ja. Und in der Herberge haben sie ihn erstmal versorgt, ärztlich versorgt, Okay. aufgepäppelt, weil es war schon ein Aber das stelle ich mir ziemlicher. auch schon ganz schön schwierig vor. Wie kann man jemanden versorgen, da muss er die Kleidung ausziehen oder was auch immer. Und es muss auch nur ein dummer Zufall gewesen sein, dass das rauskam. Ah, okay. Also sie hat es wohl, oder er hat es Ja. wohl relativ gut verheimlichen Verheimlichen können. können? Ja. Und das hat ein paar Monate gedauert, bis das rauskam tatsächlich. Okay, aber dann ist es rausgekommen. Es ist dann Ah, rausgekommen. okay. Und dann ist sie mit kaum 20 Jahren exekutiert worden. Tatsächlich verurteilt und In Nördlingen. in Nördlingen. In Nördlingen. Okay. Und ich habe auch die Gerichtsprotokolle natürlich gefunden. Wahnsinn. Aber jetzt einmal so nochmal vom Weg her. Also im Prinzip kam die vom böhmischen Glatz runtergewandert. Okay. Also Böhmen, Böhmen ist klar, ja, ja. auf vielen Wegen nach Nördlingen, Ja, hat dann hier ja. gesagt, hallo, hier bin ich. Ich Ja. bin dem Schneidergewerbe. Sie ist schon einmal von ihrer Heimat geflohen, weil sie ja da jeder wahrscheinlich gekannt hat als Frau, hat dann den Weg des Mannes eingeschlagen, um frei zu sein, also freier leben zu können, Ja. hat dann einen sehr langen Weg auf sich genommen. Ist nicht so wie heute, ich sitze ins Flugzeug und ich Ja, da fahre dann mit fahr dem doch. Ja, Auto, das wird man alles nicht genau. vergessen, ne? Das ist ja beschwerlich. Okay, Richtig? kommt dann in Nördlingen an, Korrekt? bin mir auch bewusst, dass ich ein Schneider bin, das heißt, ich muss von dem Ganzen auch ein bisschen Ahnung haben, Ja. ne? Genau, komme also in Nördlingen an, bin Schneider. Was auch immer, kriege eine Unterkunft, bin halt dementsprechend fertig anscheinend, hätte ja keine Versorgung braucht, also es wird schon auch sehr beschwerlich gewesen sein. Genau, Vermute meldest mal, dich, oder? ja. Meldest dich, kommst an, wirst versorgt, schaffst trotzdem noch geheim zu bleiben und irgendwann kommt es, warum auch immer, raus. Ist da was bekannt, wie es rausgekommen ist oder wie sie dahinter gekommen sind? Gibt Dazu es. später. Interessant finde ich eher den Weg. Also sie kam quasi an und hat gesagt, ich brauche Hilfe. Und dann Ja. gab es ja diese Zunftherberge. Und die Zunftherberge war der goldene Stern. Wo ist der goldene Stern? Das wollen sich jetzt wahrscheinlich alle fragen. Ja, Wo ist der goldene goldene Stern? Stern? Oder wo war der goldene Der Stern? goldene Stern ist in der Baldinger Straße 19. Und ich würde sagen, Okay. für alle, die jetzt die Baldinger Straße 19 nicht so im Blick haben, machen wir nachher mal ein Da paar schauen wir auf jeden Bilder. Fall vorbei. Genau. Genau, da schauen wir auf jeden Fall Und das vorbei. zeigen wir auf jeden Fall hier auf unseren Kann ich auch. Instagram-Accounts und so Ja. weiter. Und der weitere Zunftherberge war das Goldene Rad. Das ist genauso wenig Das bekannt. Goldene Rad, weil du warst 1565 einfach nicht up to date. Nein, ich war nicht up to date, 1565, das stimmt. Interessant ist jetzt, wenn du drüber nachdenkst, wo das Goldene Rad sein könnte, dann kommst du drauf. Gut, es ist natürlich Rad, hat irgendwas mit Wange zu tun und die Wange war auch in irgendeiner Ecke gewesen. Nee, Sein. nicht einmal so kompliziert. Nicht so Denk mal kompliziert. einfacher. Noch Und es ist einfacher. heute auch noch eine Gaststätte. Ach Gott, mach's mir nicht so schwierig, es wird peinlich. Überleg doch bitte mal. Ja. Bitte jeder hier jetzt, der den Podcast zukommt, mal überlegen. Du bekommst schon 5 Sekunden. 5 Fünf, Sekunden. vier, drei, zwei, eins.
Klöpsinger Straße 8. Brettl. Nein. Kann jetzt selber nicht jetzt. Ja, okay. Auch hier zeigen wir es auf unserem Instagram-Account. Ja, ich lasse dich jetzt ganz große Augen, also man sieht es ja hier dementsprechend. Ich will es noch nicht. Nee, okay, machen wir, veröffentlichen wir später. Ja, okay. Was einfach ist, unterm Rathaus haben wir so eine Folterkammer, das war eine Zwischenstation, das war jetzt eher weniger der Zufluchtsort, sondern das war eher das Thema Aufbewahrungsort. Genau. Nachdem es dann eben rauskam, wurde im Prinzip sie in das Loch, da gibt es jetzt auch Wegloch, nennt sich das ganze Thema. Genau. Erstmal aufbewahrt. Also bis zum Prozess Wahnsinn. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und die Hinrichtungsstätte, das wusste ich auch nicht, war eins der ältesten Stadttore. Wir haben ja schon mal unseren Tor-Podcast, ja. Die fünf Tore der Altstadt Nördlingen. Was ist das älteste Tor gewesen? Ja, das ist peinlich, das weiß ja. Ich nicht. Ja, ich lasse dich heute wieder voll da. Ja, ich habe schon mal. Ja, ja. Das Tor gegen Augsburg ist das? Reimlinger Tor? Richtig, das Reimlinger Tor ist tatsächlich das älteste Tor. Okay. Und das Reimlinger Tor, da war eine Hinrichtungsstätte und die hieß Rabenstein. Wahnsinn. Und an dieser Hinrichtungsstätte hat man sie dann tatsächlich hingerichtet. Gerichtet. Und es gab dann noch das Straußbad am Weinmarkt, das gab es auch noch als Location, ja, okay. Wo sie quasi mit dran war. Ja. Weinmarkt kennen wir ja. Kennen wir ja. Haben wir ja in unserer Folge Flick und Flack. Ist ja auch das Intro, wo Maria die beiden Holm. Herren, genau, Maria Holl, dastehen. Also man sieht schon immer, das sind die gleichen, wir sind jetzt keine große ähnliche Stadt. Orte. Ja, ja, aber genau. immer die ähnlichen Orte, genau. Und was auch bekannt ist, interessanterweise, sind die zwei Inquisitoren, also die damaligen Richter sozusagen, ja, ja. Und die Henker. Oh, die sind namentlich bekannt. Die sind namentlich dokumentiert. Ich, ja, schreib es vielleicht in die Kommentare, ja. wenn ich dazukomme. Okay. Aber das, ich finde das Wahnsinn. Wahnsinn. Wie dokumentiert. Wie genau das. Ja, und da ist Nördlingen halt, ja, alles, was nach dem großen Brand war, ist da, ja, sauber dokumentiert. Und interessant ist auch, dass aufgrund dieser Zünfte alles, was quasi, wir haben ja zwei Stadtmauern, einmal die alte Variante, die ja abgebrannt ist nach dem großen Brand. Und das neue Stadtmauer, so wie sie heute auch existent ist, und dass diese Zunftstätten sind alle irgendwo greifbar in diesem, ja, in der Stadtmauer quasi. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, so klar ist das nicht. Das war mir schon klar. Ah ja, war dir klar. Das war mir okay. Klar. Die Männerdomäne sehr stark war, dann haben wir noch starke Zünfte, also zwei große Hauptthemen in dieser Zeit. Die Zünfte haben ja alle geschützt und da durfte ich dich als Frau sowieso nicht blicken lassen. Also genau. No-Go 1 als Mann, No-Go 2. Und welchen Mut musst du als Frau gehabt haben? Und welchen Druck musst du als Frau gehabt haben? Den Weg zum Geher. Diesen Weg einzuschlagen. Zu dem du weißt, was die Konsequenz ist. Ne? Was die es gibt nur eine Konsequenz, wenn es so ist. Ja, am Ende des Tages vermutlich schon. Ja, genau. Sicher. Und dann auch diese ganzen Sachen so zu verheimlichen, weil man hat ja auch kollektiv gebadet. Man hat ja da quasi, genau. Das war ja dieses Gesellschaftsthema und auch diese Männer, das war ja vermutlich auch Derbezeit, dass du da auch mit ankommst. Und das meine ich eben, die Persönlichkeit, ohne dass ich sie jetzt gekannt habe, ja. Muss schon sehr ansprechend gewesen sein. Also nicht irgendwie sexuell oder so, sondern nein, einfach gesellschaftsfähig, top. Aber man sieht, wie lang der Kampf, anhand so einem Beispiel sieht man ja auch, wie lang der Kampf schon zurück oder wie lange das schon geführt wird für die, ich nenne das Wort jetzt mal gut, Gleichberechtigung. Ne? Das ist ja nichts anderes wie euer Kampf, weil wenn ich das als junge Frau mache, dann die Konsequenz ist mir bewusst. Ne? Und die ist ja nicht irgendwie, ich gehe ins Kerker oder ins Loch, sondern ich will sterben, definitiv. Genau, also, naja, und du und kannst, das finde ich schon mal Wahnsinn. Genau, und weil sich da wahrscheinlich der eine oder andere auf den Schlips getreten fühlt hat, hat man natürlich hier versucht, ähnlich wie bei den Hexen ja auch, das Geständnis rauszupressen. Ja, genau. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nicht so, wie es dokumentiert ist, und das sagen ja, dass sie das begangen hat, was sie zugegeben hat. Man hat ja nämlich alles Mögliche untergeschoben, angedichtet dass du sozusagen eine Handhabe hast, die Person so. Auch hinrichten zu können. Ja, wobei das eindeutig ist. Weil du kannst nicht einfach jemanden wegmachen, das geht nicht. Ja, aber ist eindeutig. Wahrscheinlich, wenn ich eine Frau in Männerklamotten finde, dann brauche ich nicht rausquetschen, ob sie... Du denkst jetzt an Teufel oder sowas. Nein, ob sie Männerklamotten tragen oder nicht. Ja, aber das ist ja noch, das rechtfertigt ja noch nicht, dass du jetzt jemanden wegmachst, vermutlich. Auch in der damaligen Zeit mit. Also, vermutlich. Also du vermutlich. Kannst. Ja, also vermutlich. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Genau. Die haben wir wahrscheinlich wesentlich mehr angedichtet, um das zu untermauern. Ja, also sie hat unter Druck der Folter gestanden und es war eben ein unehrenhaftes Leben. Logisch.
Ja. Genau, so dass sie eine Handhabe haben. Und interessant ist, und anfänglich habe ich ja gesagt, dass ich finde, dass die Nördlinger Sehr, Bürger, ja. ehrbaren Bürger, schon immer geil waren, muss ich wirklich sagen. Ja. Also einfach ehrbare Bürger. Weil da steht, und das muss ich jetzt vorlesen, und das ist jetzt von der Astrid Fritz ein Auszug aus dem Buch, Ja. beziehungsweise aus den Hintergründen des Buches. Und das Buch heißt Die Vagabundin, also auch hier ein Lesetipp. Die Vagabundin kann man heute noch überall kaufen, dementsprechend, wo es Bücher gibt. Genau. Und ja, das soll einfach ja hier nochmal das Thema ein bisschen besser durchleuchten. Außergewöhnlich war nicht nur Evas Leben, sondern auch ihr Ende. Zum einen wurde sie aufgrund der zahlreichen Fürbitten zu dem ehrvollen, normalerweise Männer vorbehaltenen Tod durch das Schwert begnadigt. Also du wirst begnadigt, Begnadigt, nicht irgendwie umzukommen, sondern sondern mit durch dem das Schwert Schwert. geköpft oder enthauptet zu werden. Ja? Zum anderen musste sie ihren letzten Gang nicht im schäbigen Kittel antreten, sondern trug, pass auf, nagelneue Männerkleidung. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. In der damaligen Zeit eine Person Einzukleiden? einzukleiden, diese Hinrichtung ist unaufschiebbar. Der Person die Würde zu geben, weil sie hat sich vermutlich dann schon auch als Mann gefühlt, ja, Ja, sicher. mit nagelneuen Genau. Männerklamotten auf der Hinrichtung zu gehen und nicht wie sonst irgendwie hingerichtet zu werden, sondern mit dem Schwert, was relativ schnell vermutlich dann war. Ich weiß So, es ich nicht, werde es ja aber nicht wissen. Genau. und jetzt passt auf, das letzte Ende von dem Satz: von den Nördlinger Bürgern gestiftet. Das Ah. heißt, die war ja mittellos. Ja. Die Nördlinger Bürger haben gesammelt, um dieser Person neue Männerklamotten, nagelneue Männerklamotten zu spenden. Und das machst du nicht, wenn du ein A** vor dir hast. Ja, genau. Ja, genau. Sehe ich auch so. Also. Und auch die Nördlinger sind in dem Fall genau das nicht. Und Das. es kommt in so vielen Reportagen von uns vor, finde ich, dass die Nördlinger schon eine sehr gute Gesellschaftsform hatten, eine sehr kulturelle Und ich finde Gesellschaftsform. ihre Zeit auch schon zum Teil weit voraus waren, ne? Ja. Man darf nicht vergessen, wann das Ganze passiert ist. Ja. Ob ich die Auszüge von dem Geschworenengericht sozusagen hier abprinten darf, das muss man erklären, da müssen wir mal zum Stadtarchivar Ja, müssen wir mal und mal ein schauen. bisschen fragen. Weil ich finde, das ist eine echt super interessante Thematik, die auch in die heutige Zeit passt. Und da geht es auch nicht um irgendwie sexuelle Themen, sondern da geht es um Nein. starke Frauen. Ja, um Aus der Gleichberechtigung. Not heraus, etc. pp., um da einfach in dieser Gesellschaft, die damals sehr hart war, zu überleben. Ja, ich finde es wahnsinnig. Also es gibt sehr, sehr viele Geschichten um Nördlingen herum, was mit Personen zu tun haben, aus einer Zeit, wo man es gar nicht vermutet, Themen, die heute noch aktuell sind, ne? Im übertragenen Sinne, logischerweise. Und ich glaube, das zeigt die Geschichte ganz gut, ne? Was in Nördlingen schon, unser Standardspruch vor Amerika entdeckt wurde, aber das Ja. ist wirklich ein Wahnsinn, was eigentlich da schon los war, ne? Aber es ist einfach interessant. Also wir haben ja viele historische Bücher. Ich liebe diese historischen Fakten, wie zum Beispiel Medicus, Top-Buch, Ja, ja. ja. Und dementsprechend, das haben wir hier komprimiert bei uns in der Stadt und auch dokumentiert. Und das finde ich so toll. Das waren ja wirklich Personen, die existiert haben. Ja, und das finde ich gut, wenn man es so wie wir im Podcast mal bringen. Mir würde eh interessieren, bitte in die Kommentare, ist mir wirklich wichtig. Hat jemand diese Geschichte gekannt? Ich definitiv nicht. Und dann ist es schon wieder schön, dass ich dich überraschen konnte. Absolut, absolut. Genau. Und das ist einfach eins dieser neuen Formate, das wir jetzt ein bisschen ausprobieren, wo wir sagen, hey, der eine überrascht den anderen und bringt mal interessante Geschichten rum. Also auch, es ist super interessant, wenn man sich damit beschäftigt und recherchiert. Einfach auch das älteste Stadttor, dass da auch eine Hinrichtungsstätte war anscheinend. Ja, und uns Rat und Stand, das muss man jetzt auf jeden Fall nur erkunden. Ja, genau. Also auch hier seid, ja, schaut auf Instagram, dort wollen wir das Ganze Wie war's ablichten, heute? genau. Und dementsprechend auf YouTube natürlich auch. Bitte abonnieren, Eigenwerbung muss immer ein bisschen sein, ganz Eigenwerbung muss wichtig. sein, weil das ganze Thema lebt letztendlich vom Mitmachen von euch. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, hat dir die Geschichte gefallen?
Wahnsinn, man merkt ja, wie ruhig das ich bin. Ja, du Sie warst macht dann mal. ein bisschen nachdenken, aber ich finde, das darf auch sein. Man darf auch mal ein bisschen nachdenken, man darf ein bisschen sich. Wir wollen hier echt nochmal sagen, wir sind wirklich politisches Tofu, also komplett neutral. Absolut, ganz Wir klar. sind mit dem Gender-Thema komplett neutral. Also muss man echt nochmal nach in der heutigen Zeit. Das ist einfach eine Geschichte, auch wenn man hier was falsch gemacht hat oder sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Es ist nicht beabsichtigt, es ist sonst gar kein Thema. Also wir Uns sind immer da anschreiben, sind für komplett alles offen. genau. Also auch wenn ihr natürlich spannende, interessante Geschichten habt. Genauso. Ja, Gerne. genau. Und bitte nicht mit irgendwelchen Giraffen oder Kamelen, die durch Nördlingen laufen. Das kennen wir schon alles. Ja, war wieder super spannendes Thema. Ich mich sehr überrascht. Ja, schön. In diesem Ja. Sinne, Servus Kiteo. Servus Gutier.